Moin Freunde, willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Wir werden heute in diesem Part einfach mal den Tsuchikage benutzen, dann den zweiten Tsuchikage und dann gibt es, glaube ich, nicht noch einen, oder? Nee, ich glaube nicht, weil sonst würde ich den nutzen. Ich meine, aber es gibt keinen mehr. Wir könnten noch Deidara dazu nehmen, weil der gehört auch noch in das Dorf. Ja, machen wir es einfach so. Dann nehmen wir einfach so ein Dorfteam jetzt mal. Ich glaube, ich nehme in dem Part mal so richtige Dorfteam. Okay, ich habe mich fast verschluckt, Freunde. Einfach nur wieder Bullshit im Kopf, ey. So. Mein nächster Spieler ist German Gamer 11. Alter. Du hast es auf jeden Fall mit deinem Namen. Groß- und Kleinschreibung, ey. Du weißt schon, dass man anfangs groß schreibt und dann einmal komplett normal klein. Und das neue Wort ist dann wieder groß, sozusagen. Sento Kaishi. Also, du hast bestimmt Note 6, so, im Unterricht und so, Deutschunterricht und so. So, schauen wir mal, wie das laufen wird. Perfekt, Nagato gleich angefangen in dieser kleinen weißen Kiste. Warum bist du jetzt hingefallen? Habt ihr doch gar nichts gemacht? Leute, er ist einfach hingefallen. Vergiss das. Wieder Tsuchikage, ich bin alt und knackig. Alt und knackig. So, danke. Boah, das wäre so episch gewesen, wenn ich jetzt noch mit den Vögeln getroffen hätte. Aber natürlich wieder nicht. So, hol die Kiste. Toll. Also, mit Ishikamaru würde ich ganz... Ah, oh, ich den mit Steinen verfolge. Habt ihr das gesehen? Deidara, zeige deine Stärke. Wo sind die Vögel hier? Bitteschön. So. Ich will das nochmal machen mit diesen Verfolgen. So, jetzt... Das ist ja voll krass, ey. Ich habe schon lange nicht mehr mit dem Tsuchi gespielt. Damals noch in Generations, Freunde. Das waren noch Zeiten. Da hat jeder den Tsuchikage als Sub genommen. Weil einfach wegen seinem YouTube, weil das so krass episch war. Was war da episch? Das war einfach nur die reinste Hölle, ey. So, ich zeige euch mal das Jutsu. Jutsu! Kyuga no Jutsu! Kyuga no Jutsu! Kyuga no Jutsu! Kyuga no Jutsu! Endlich getroffen. So, hör mal auf mit dem Sven. Das müsste jetzt einfach mal sein. Kyuga no Jutsu! Nein, wir hören auf. Ja, jetzt spammt er auch, oder was? Das war nur Spaß, mein Freund. Ich wollte nur ein bisschen Spaß machen. So, und Hammer! Treffen! Oh, fuck, Alter. Komm. Dam. Ich habe Probleme. Fang doch den alten Mann. Jetzt fang ihn doch. Du kriegst ihn irgendwann. Jetzt fang ihn doch nochmal. Jetzt bist du in der Kiste doch nicht. Du bist gerade noch ausgehüpft. Jetzt fang mich doch. Ich genieße die Landschaft. Da hinten ist alles kaputt. Ich genieße weiter die Landschaft. Lalalala. Du kriegst mich nicht. Tralalalala. Zackabambabum. Zackabambabum. Ich mobb den übel. Na. Warte, jetzt geh ich doch hier. Ich weiß nicht. Ich sollte, glaube ich, wieder normal spielen. Ich weiß nicht, der fühlt sich übel gemobbt. Warte, ich mach weiter. Nö. Seht ihr meinen Bart? Er ist so alt und knackig. Oh yeah. Oh Mann, ey, voll ins Gesicht. Das musste jetzt einfach mal sein, Freund. Einfach mal ein bisschen trollen. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich noch so ein bisschen Trollmusik irgendwie drunter, dass es so ein bisschen passt. Schauen wir mal, ob ich diese Arbeit mir zutraue. Ich weiß es nicht. So. Jetzt nehme ich auf jeden Fall ein Team, was den Gegner schnell besiegt. Denn wir müssen auf jeden Fall die Zeit jetzt einholen. Weil meine Parts gehen eigentlich so immer im Bereich von 6 bis 8 Minuten. Und ich habe jetzt schon, glaube 5 Minuten verbraucht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich glaube 5 oder 6 Minuten. Das wird knappe Geschichte. Brauchen wir auf jeden Fall jetzt einen Charakter, der ziemlich rasiert. Nehmen wir mal... wir nehmen Madara. Wir gehen jetzt auf jeden Fall aufs Harte. Madara und dazu Haku. Haku, schieb mir deinen Eiszapfen in den Po. Oh, richtig tief rein.
dass es schmilzt in meinem warmen Uschia-Arsch. Gott, ey. Mann, ey. So richtig für einen Arsch, Alter. Mich könnte man wirklich so komplett die Toilette runterspülen. Mal gucken, wie es nach dem Urlaub aussieht, Freunde. Ob ich da noch mehr am Arsch bin oder ob ich mich so wieder ein bisschen beruhigt habe. Aber gucken wir mal. Er nimmt Chino, den toten Itachi und den aggressiven Sasuke. Boah, da habe ich aber Angst. Uiuiuiui. Ich habe den zerbröckelten Uchiha Madara im Gesicht. Im Gesicht. Ja, das hat keinen Sinn ergeben, den Satz gerade. Nee, das hat keinen Sinn ergeben. Das war jetzt einfach nur wieder Bullshit. So, mein Freundchen. There is this. Und du bist voll dagegen geknallt. Das finde ich ja super. Das hätte ich ändern sollen. Guck mal hier. Dragon Flying Jutsu. Dragon Flying Jutsu. Zünd deine Insekten an. Denkst du, deine Insekten jucken mich? Ich bin Madara Uchiha. Guck mal, ich raste einfach durch, Alter. Alles klar. Treff ihn. Perfekt. So. Sehr schön. Nix da. Ah, fuck. Ich wollte eigentlich diesen Uchiha-Schild treffen, aber ich habe nicht so ganz hingekommen. Boah, das wäre so episch gewesen, wenn ich ihn jetzt getroffen hätte. Mein Freundchen, du darfst nicht vergessen, ich bin Madara. Es kommt immer wieder was. Treffen? Ah, schade. So, mein... Ach, fuck. Lol, warum bin ich jetzt nach hinten? War eigentlich nicht geplant. Treffen? Nein! Sprint mich mal an, Digga. Soll ich wieder trollen? Soll ich wieder hin und her latschen? Es ist hier schöne Landschaft. Oder zerstörte Landschaft. Ich kann hier gerne wieder rumlaufen. Kein Problem für Mr. Spooky. Treffen. Ich will ihn mal mit der Ulti treffen. Gibt's ja nicht. Wahrscheinlich triffst du mich damit. Wahrscheinlich. Das zählt nicht. Zack, bleib liegen. Ich hab gesagt, bleib liegen. Oh Gott, ey, der tut mir voll leid, ey. So, und... Ah, fuck, Mann. Jetzt treffen doch verdammt doch mal. Egal, ich mache ihn jetzt einfach platt, weil sonst dauert das hier noch zu lang. So, zack, erwischt. Was? Ich habe ihn nicht getroffen? So, jetzt aber. Zack, getroffen. Perfekt, Freunde. Ende Gelände. Ihr bekommt jetzt hier nochmal eine schöne Ulti. Und Susanoo, zieh dein Schwert raus. Hol es raus, langsam. Bereite es vor. Sage deinen epischen Satz. Und jetzt, Madara, schwinge das Schwert mit Susanoo zusammen und zerstöre den Gegner. Boom. Und die ganzen Felsen zerstören wir natürlich auch. Oder die Berge, besser gesagt. Das sind ja keine Felsen. Boom. Geschafft. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Lü.